Ich heiße herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Azulink Crosswave. Wir haben ja einen noch nicht finalen Kampf gehabt. Das war eher wie so eine Aufwärmrunde mit Flugzeugen abballern. Wir haben aber auf jeden Fall einmal hier bei Akashi was Neues, wurde mir gesagt. Dann schauen wir einmal rein. Oh, magnetisch Fanshape. Haben wir genug? Ach, wir haben locker genug Geld dafür. Leider kann man sowas immer nur einmal kaufen. Ja, wir hatten eine Art Übungskampf. Wir hatten nochmal ein bisschen gequatscht. Und dann gehen wir jetzt wieder in einen Kampf. Ob das vielleicht diesmal dann der Endkampf ist, keine Ahnung. Wir werden sehen. Wir werden es sehen. Wir haben keinen Lackschaum mehr. Mal schauen, was uns hier erwartet. Ja, auch wenn der Kampf noch weiter fortgesetzt werden sollte gerade, sagt Tester, findet sie es schön, dass man sie gefunden hat. Die Daido-Klasse Kansen, richtig. Es ist ein Monat her, sagt Tester zu Sirius. Du könntest vielleicht eine normale Person täuschen, aber du kannst nicht mein Auge täuschen. PT Cube のありかは分かっているわ。トラップも解除済み。Tessa sagt, ich weiß sie den Ort, wo der PT Cube ist. Ich habe auch alle Fallen schon entschärft. そこをどきなさい。あなたたち二人程度なら、この武装でも十分よ。Sie bittet dann, uns aus dem Weg zu gehen. Und sie sagt, das Armament. Jetzt bin ich am Überlegen, was ist Armament? Ist damit das Geschütz gemeint? Könnte sein. Bin mir nicht sicher. Ist auf jeden Fall genug für euch beide, sagt sie, also für Sirius und für London. Und sie sagt, es ist nicht einfach damit, sich zurückzuhalten. Ihr könntet versenkt werden. Und Sirius sagt, wir werden euch nicht vorbeilassen. Ja, und Lona sagt auch, wir werden alles tun, um dich daran zu hindern, zum Schloss zu kommen. Aha, okay. Ja, sie hat halt die Lokalisierung des PT Cubes abgeschlossen. Dieses sollte sich auch nicht verändert haben. Mit nun keinen Fallen mehr könnte sie einfach dahin gehen und könnte sich den ganz einfach holen, wie schon zuvor. Like before, wie schon zuvor. Aber sie sagt auch, irgendwas stimmt nicht, egal wie viel Purifier sie vielleicht ablenken möge. Die Verteidigung ist zu dünn, sagt sie. Editor の Hacking を使って手に入れた情報は確実。誘いね。Die Informationen, die sie durch Editors Hacking bekommen hat, sind vertraulich. Oder sie denkt, sie sind vertraulich. Das muss ein Köder sein. A lure. Lure ist vom Angeln Köder. Deswegen muss ein Köder sein. 今の武装ではこの時間軸の感染でも集団戦には不利。
ならピュリファイアとエディターで主力を引き離している隙に行動するしかないわね。Okay, also Armament ist wieder hier das ein Wort, was fällt. Deswegen hole ich halt Geschütze. Ihre Geschütze sind schlecht gegen Gruppenkampf, aber gegen die beiden hat sie ja eben gesagt, sollte es ausreichen. Ja, und sie hat keine andere Wahl, als jetzt zu agieren, wo Purifier und Editor die Hauptkraft weggezogen haben, quasi. Ja, und sie sagt dann zu uns, sie wird schnell beenden. Was? Lauren sagt, dass sie stark ist. Hallo? Hallo? ここはローンさんとあらかじめ打ち合わせた通りで。Ja, und Sirius sagt, London, wir müssen so agieren, wie wir es mit Rune vorher besprochen haben. さあ、ご覧なさい。PT キューブはこの通り、シリアスが持っています。どうなってもいいですか? Okay. Sirius sagt, sieh dir das an.Siehst du den PT-Cube? Ich halte ihn hier. Möchtest du, dass ihm irgendwas passiert? Replika, de schon, sore. Tessa sagt, das ist nur eine Nachbildung, oder? Ie, Honmono, yo, Honmono. Und dann sagt, nein, das ist der echte, der echte. Shingan. Sono kyori kara demo, misadamerare masu ka ne? Kannst du es nicht erkennen aus der Entfernung? Also,sind anscheinend nicht so weit voneinander entfernt. Impudent. Ich weiß nicht, was Impudent heißt. Also, normalerweise würde jetzt hier jemand irgendwie sagen, keine Ahnung, hochnäsig bis zum Schluss, eingebildet bis zum Schluss, irgendwie sowas. Ich vermute mal einfach, dass das irgendwie sowas in die Richtung heißt. Okay, was ist gerade passiert? Dare! Der Cube ist. Also, ich würde jetzt gerade sagen, irgendwie zerstört worden, keine Ahnung. Und Tessa fragt, wer ist da? Also, irgendjemand ist noch dazugekommen. Sirius war mit dem Cube, der uns nukarete,konagonani.Ja, und London sagt auch, der Cube, den Sirius gehalten hat, wurde angeschossen und zerstört. Sniper Pyuritchi no Jitsuryoku, mono sugoi ne! Soste, BT Cube wa nisemono de aru koto ga kakutei shita ne. Kono tori, watashi ga buji dakara. Purifier ist manchmal sehr riskant mit dem, was sie macht.Sie sagt, Sniper-Purity-Fähigkeiten sind super. Außerdem haben wir damit festgestellt, dass der PT-Cube ein Fake war, denn, wie ihr sehen könnt, mir geht's super. Ja, das denke ich mir auch.Tessa sagt, Purifier, wie konntest du das tun? Was wäre gewesen, wenn es der echte gewesen wäre? So eine Kanonsee war kangai nai! Teyuka, anta sa, ikura nandemo kono sakusen heta o utsugi janai? Ja, und Purifier sagt, ja, es gibt überhaupt keine Möglichkeit, darüber nachzudenken. Oder es gibt keine Möglichkeit, über diese. Nein, es gibt keinen Grund, über diese Möglichkeit nachzudenken. So, meine Güte, Entschuldigung.Außerdem denkt sie, dass Tessa diese Operation sehr schlampig führt. Das ist interessant. Also, Purifier sagt, du gibst Technologie von uns zu Iron Blood.
damit die die Aufspürmethoden haben. Du versuchst, Vishya und Iris auseinanderzubringen. Stattdessen fügst du sie, kommen die wieder enger zusammen. Du versuchst, ein Battle Royale heraufzubeschwören, quasi, um damit die sich gegenseitig zerstören. Aber auch die vereinen sich eher. Ja, und dann attackierst du eine Main-Basis und eine der Nationen und bist so schwach. Sag mal, verstehst du die Gegner eigentlich nicht so in die Richtung, versucht Purify mit dir zu reden gerade. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was sie jetzt gerade so da noch gesagt hat, es stimmt irgendwie, ne? Es ist irgendwie alles fehlgeschlagen, was sie bisher versucht hat. Ja, und sie sagt dann, im Endeffekt kannst du nichts alleine, ohne Observers, ja, Observation Support, also Observierungsmethoden, meine Güte, oder mein Kontaktlogs mit den Kansen. Und nicht zu vergessen, diese Sirius-Person da drüben hat total vergessen, die Cubes mitzunehmen, die sie dem Sakura Empire geben sollten. Nie im Leben hätten sie ihr diesen Cube anvertraut in der Situation. Das ist. Sirius, ja, und London sagt, ja, Sirius, es gibt keinen Grund, den Worten dieser Serien zuzuhören. Fokussier dich auf den Kampf. Ja, und Purify lacht darüber, was London gesagt hat, und sagt, ja, ein Match ist, wenn man sich gegenseitig in die Augen sieht und schießt. Tessa, unterstützt mich. Ja, und Tessa gefällt das zwar gar nicht, aber sie kooperiert fürs Erste. Und sagt dann zu Editor, also ihrer Kopie, sie soll den Kampf aufzeichnen, würde ich jetzt mal sagen. Und Editor tut, wie ihr geheißt. Ja, und Essex sagt, die Menschen ähnlichen Saren sind aufgetaucht. Flieger werden losgeschickt und droppen ein Signal, wenn sie es gefunden haben. Ja, Asuma befehligt dann auch, die Saren anzugreifen. Und dass man doch die Torpedos bereit machen soll, nachdem das Bombardement vollzogen wurde. Ja, und die sind uns anscheinend zur Hilfe gekommen. Und London sagt dann auch, Sirius, lass uns unsere Stärke vereinen. Hi, London-san. Wir alle sind
Ja, und Sirius sagt, ja, London, lass uns ihnen nochmal unsere gemeinsame Stärke zeigen. Gut. Endkampf? Fragezeichen. Sieht gerade eher noch mehr danach aus, als nach dem Speichern, was so mittendrin im Kapitel war. Es ist nur, das wird wahrscheinlich dann danach noch gequatscht werden und das wird dann etwas lang. Deswegen mache ich jetzt hier nochmal einen Cut, beende diese Folge und dann eventuell, so wenn das Spiel es will, ist dann die nächste Folge der Abschluss dieses DLCs und damit dieses Spieles. Deswegen bedanke ich mich schon mal fürs Einschalten. Hoffe, ihr seid dann beim nächsten Mal dabei, beim hoffentlich Finale. Ich kann es ja immer noch nicht voraussehen. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.